Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe mir überlegt, ich mache heute mal ein ganz kleines, kurzes Video. Und zwar, ich wollte euch gern mal erklären, was passiert eigentlich, wenn der Stift leer wird. Wie äußert sich das? Was macht man da am besten? Das sind so meine Erfahrungen, die ich gerne in diesem Video mit einbringen möchte. Ihr seht gerade mein Mystery-Bild vor mir liegen, an dem ich ja weiter painte. Genau. Ich lege mal das Schiffchen noch ein bisschen, dass ihr das seht. Also ich finde immer so ein Zeichen, gut, der war jetzt zufällig noch gut aufgenommen, ist immer, wenn man so ein paar Mal ein Steinchen aufnehmen möchte und merkt, hoppla, mein Stift nimmt ja gar nicht mehr so auf. Das hat es jetzt ein paar Mal gemacht. Also ja, wenn man da so drei, vier Mal merkt, Stocher, 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 endlich nimmt es wieder Wachs auf. Genau. Also ich mache das immer so mit meiner Painting-Spitze. Genau, mache ich gleich leer. Ich hole mir als erstes mein neues Wachs. In dem Fall in diesem Makro. Das war ja beim Mystery-Bild auch dabei. Nehmen wir meine Pinzette. Ihr habt die meistens in jedem Painting-Set oder in vielen Painting-Sets enthalten. Ihr könnt aber auch jede handelsübliche Pinzette, die ihr im Haushalt findet, nehmen. Mache ich immer so rein. Ziehe mir das Stück Wachs raus. Legt das jetzt in dem Fall auf Seite, weil ich jetzt einfach keinen Abfall da habe. Normalerweise habe ich immer so einen Abfall. Genau, dann lege ich die Pinzette wieder auf Seite, nehme meinen Painting-Stift und steche hier rein, nehme mir ein Stückchen Wachs. Das wiederhole ich so zwei, dreimal. Der Rest außenrum kommt weg. Lege ich jetzt auch auf Seite. Mache meinen Makro-Deckel wieder zu, dass der Wachs darin nicht ja, staubig oder dreckig wird. Und jetzt habe ich hier, seht ihr es, frischen Wachs drauf. Und dann kann ich hier wunderbar lässig mit eintauchen. Muss da auch mal wieder, glaube ich, Steinchen auffüllen. Das ist die gleiche Farbe. Leg die wieder schön hin. Und ihr merkt es wunderbar. Es geht gleich ganz anders. Ich muss nicht drei, viermal reinstochern. Die bleiben beim ersten reinstechen quasi oder beim Aufnehmen der Steinchen schön an dem Wachsstift kleben, hängen. Genau. Und dann kann ich wieder wunderbar mein Bild in Ruhe weiter painten. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie ich das immer handhabe. Ich mache es meistens so, dass ich den komplett dann austausche. Manchmal mache ich auch so, dass ich ihn einfach einmal nochmal in Wachs eintauche, ohne es mit der Pinzette vorher entfernt zu haben. Aber meistens finde ich es doch besser, weil das ja vorne so dunkel und irgendwie ja unschön wird, dass ich den Wachs dann komplett austausche. Ich finde es einfach sauberer. Und ja, schöner. Genau, das war's auch schon. Am liebsten paint ich ja mit diesem Lieblingsstift. Das ist dieser Acrylstift. Das gleiche mache ich auch hier hinten. Genauso tausche ich auch hier das Wachs aus. Da ist es jetzt noch okay für den Mehrfachaufsatz. Aber wichtig war jetzt, dass ich euch das einfach mal gezeigt habe. Für diejenigen, die nicht wissen, wie man den Wachs am einfachsten oder am praktischsten austauscht. Jawohl, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zugucken. Habt noch einen netten Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss.